Hoffen, dass das alles ganz gut ausgeht für uns. So. Das war ein geiler Shot. Puh. Wir machen natürlich die Leute Sorgen, die da auf den Turm hochmarschieren. Und bei dem rechten Turm seht ihr, der hat schon seinen Holzmantel verloren. Also die Leitern, so wie ich das sehen kann, sind alle gefallen. Das heißt... Okay, da kommen neue. Vergesst, was ihr sagen wollt. Shit. Alter, wie viele da ankommen. Das ist ja der Wahnsinn. Wie viele Leitern das sind. Unsere Truppen werden angegriffen. Aber die schmeißen die zum Glück immer relativ schnell wieder um. Aber mit zwei sind sie jetzt durchgekommen. Aber da unten, die ziehen sich zurück. Warum das denn? Puh. Das ist ziemlich vernichtend. Und die Ruckelei hier zeigt selbiges. Aktuell 9 Frames. Falls euch interessiert. Das Vorratslager ist voll, my lord. Ah, danke für die Info. Naja. Ihr werdet mich wiedersehen. Niemand kann den McCloud-Clan besiegen. Rekruten benötigt, Sire. Greif mal wieder in das Geschehen ein. Bereit machen. Wir haben uns lang genug zugeguckt. Stirb. So. Ha! Oh, wie sie hier stehen. Und nicht wegkommen. Oh, das Vorratslager ist voll, mein Lord. Du nicht auf den Sack, du. Oh, 1000 Holz. Geil. Jo. Schade, ich hätte gerne mal geguckt, wie viel Bogenschützen ich vorher hatte, aber hier war alles voll. Und jetzt? Wir sind eure Leute. Geht so, ne? Eure treuen Bogenschützen. Waffenbrüder, vorwärts. Unsere Bögen werden singen. Auf die Plätze, Männer! Wir sind bereit. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. In Bewegung! So. Naja, eine Ruine ist es nett, aber schon ganz schön dezimiert, der ganze Shit. Und jetzt bist du dran, oder was? Habe ich das Vergnügen? Pascal Devereaux alias der Falke. Kann man gucken? Ja, der Falke. Rekruten benötigt, Sire. Ich mach's mal anders. Ich zieh euch mal alle hier raus. Manchmal mal so. Ich hoffe, das wird nicht beschossen. Doch, wird's. War ja klar.
Aber der trifft wahrscheinlich sowieso nicht. Von daher. Der Feind zerstört unsere Gebäude. Gebt uns etwas zu tun. Euer Gnaden. Brücken vor. Ort bekannt. Wir sind einsatzbereit. My Lord, wie können wir dienen? Ziehen jetzt los! So, um das Ganze zu schützen. Braucht ihr etwas? Ziehen los! Ich schieße jetzt hier so geile Katzen drüber. Wie lautet der Plan? Der Plan lautet Distanz. Unsere Werkzeuge sind bereit. Stehen zur Verfügung. Aus der Distanz wird angegriffen. Bewegen uns. Brechen auf. Baumeisterabteilung zieht los. Ja, Sire. Gebt uns etwas zu tun. Genau nach Plan. Bauern werden von Krankheiten dahin gerafft. Gehen los! Rücken vor! Euer Gnaden? Ort bekannt! Wir sind einsatzbereit! Der Turm hat ihn jetzt sehr arg gelitten. My Lord. So, und jetzt habe ich die kurz angehalten, um das gemeinsame Feuer auch zu öffnen. Boom. So. Ihr macht das schon. Waffen benötigt, Sire. Und da wir wahrscheinlich nicht mehr angegriffen werden von dem Depp. Bogenschützen, vorbereiten. Zieh ich mir hier mal wieder eine Armee zusammen. Das brauche ich nicht mehr. Ja, Sire. Euch noch. Ja, komm schon. Da. Unsere Sehnen sind gewachst. Ja, es geht voran. Oh, guck mal hier. Da stehen sie. Wie können wir dienen? Aber natürlich treffen die nur die Katzen, weil die ja da drunter stehen. Die sind ja geschützt, ne? Bisschen davon macht es keinen Sinn, weil die da voll durch die Decke ballern, aber ist ja auch egal. Ich merke gerade, ich rede immer voll am Mikrofon vorbei. Das sollte ich vielleicht nicht tun. Deswegen werde ich auch immer so leise zwischendurch in der Aufnahme. Das ist mir nämlich krass aufgefallen, dass ich am Anfang von der Aufnahme immer laut bin. Also gut halt eben. Und dann im mittleren Teil immer so, beziehungsweise so gegen Mitte halt eben immer leiser wird. Muss man darauf achten. So, der Ficker ist weg. Und der Turm müsste auch bald zur Neige gehen. Gut, das Torhaus halt eben, ja egal. Komm schon. Jawohl. Hört mal auf. Schafft ihr es bis da? Gebrochen, mein Herr. Ein paar. Zwei, um mehr zu sein. Okay. Das schafft ihr bei alle, oder? Ja.